Martin. Ich bin der Scholl. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wir spielen gegen User. Endlich haben wir welche gefunden, gegen uns spielen wollen. Und zwar die liebe Gazal und die liebe Carmen. Danke, dass ihr gekommen seid. Ihr habt sich beworben, weil ihr uns schon mal gesehen habt und gewusst habt, das wird ein Zuckerschlecken. Das wird easy. So ungefähr, ja. Man kann es mal probieren. Gazal, du hast gesagt, du spielst gerne Mario Odyssey und Xbox. Generell, habe ich das verstanden? Ich habe da schon ein paar Spiele genannt, die ich gerade besonders gern spiele, vor allem die Borderlands-Games. Richtig. Das hat mich ein bisschen eingeschüchtert, weil ich mir gedacht, oh Gott, jemand, der gut Shooter spielen kann, das ist ganz gefährlich. Ich habe nur gesagt, ich spiele es gerne nicht, das ist gut spielen. Okay. Und deine erste Konsole war Game Boy, auch meine auch. Auch mit jungen Jahren wahrscheinlich. Ja, diese graue, schöne, fette Box. Und du bist Social-Media-Expertin in Wien. Und Carmen, du hast gesagt, deine erste Konsole war Commodore 64. Die Konsole ist ein bisschen übertrieben. Das war wie ein Steckspiel mit 12 verschiedenen Teilen zum Aufbauen. Da werden die ganzen Retro-Fans jetzt heiß laufen. Ja, und jetzt spielst du, oder nicht, du hast du gespielt als Kind noch Zelda, hast du gesagt, Ocarina of Time. Als Kind, als 19-Jährige. Ja, ich habe meine erste Konsole erst mit 19 bekommen. Deine erste echte Konsole, meinst du? Und Soul Calibur. Oh ja. Nicht schlecht. Und auch Civ, da haben wir uns kurz Sorgen gemacht. Civ, genau. Und Civ 6 mittlerweile. Großartig. Großartig. Wirklich cooles Spiel. Passt auch zu deinem Beruf. Du bist in internationalen Beziehungen unterwegs und auch bei der Demokratieerziehung. Das finde ich ja sehr löblich. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Geht's gleich los. Genau. Und bevor es soweit ist, sagt euch noch ein kurzer Clip, wie das Spiel abläuft. Willkommen zu Wir spielen gegen User, der Sendung, bei der Mitglieder der Game Standard Community gegen das Team von Wir spielen antreten. Um Ruhm, Ehre und Preise. Die Regeln sind ganz einfach. Kandidaten treten in zufällig ausgewählten Videospielen gegen uns an und das Team, das nach dem Modus Best of 7 zuerst 4 Games für sich entscheiden kann, gewinnt. Gewinnt das Team der User, erhält es den Tagespreis und alle Preise, die sich bereits im Preistopf befinden. Gewinnt das Team von Wir spielen, erweitert sich der Preistopf für die nächsten Kandidaten. Man bringt den Preis. Gut, dann schauen wir uns mal an, was in der Kiste ist. Es ist der Preis vom letzten Mal, weil wir tatsächlich gewonnen haben beim letzten Spiel. Aber es wurde ein bisschen mehr. What? Schauen wir mal. Tada! Was gibt es alles? So, was haben wir da Schönes? Eine Assassin's Creed Mega Special Edition. Oh Gott. Also nur mal Anfang. Vom letzten Mal haben wir ja noch was anderes in den Special Editions. Ist rausschaffe hier. Ja. Dishonored 2 in der Special Edition. Mit einer sehr merkwürdigen Maske. Ja. Richtig gefällt. Und einem schönen Artbook, das gleich rausfällt. Was beim letzten Mal auf große Beliebtheit gestoßen ist, war dieser Special Controller für die PS4 im Darth Vader Design. Wir haben nochmal zwei Spiele drauf gepackt, nämlich einmal Marvel vs. Capcom und einmal The Witcher 3. Die ist, eine besondere Edition, glaube ich, oder? Mit allen Expansions und so natürlich. Aber das ist ja alles nur eine Vorbereitung auf diese wunderschöne weiße PlayStation 4 Pro, die wir auch dazu gepackt haben. Mit einem Terabyte sogar. Also, strengt euch an. Genau, strengt euch an. Alter, das wäre saugeil. Oh, Carmen? Ja, ich versuche es. Seid ihr motiviert? Ja. Okay, perfekt. Ein bisschen mehr als vorher. So, Kinder. Bin gespannt aufs erste Spiel. Liebe Gazal und liebe Carmen, ziehen das erste Spiel. Wir möchten ziehen. Gazal. Bitte ziehen und, dann mir den Zettel geben. Okay. Nur eine, bitte. Klicks fee. Can do that. Dankeschön. Ach du Scheiße. One to Switch Revolverhelden. Oh Gott. Okay. Zumindest habe ich schon mitgespielt. Wenigstens ein Spiel, das alle nicht kriegen können, wahrscheinlich. Das kann man nicht, China. Revolverhelden, One to Switch. 3, 2, 1, schießen. Spieler der Teams stehen einander gegenüber und müssen auf Kommando ihren virtuellen Revolver ziehen und versuchen, den gegnerischen Spieler zuerst zu erschießen. Okay. Ich möchte eine echte Reenactments. Das Team, das in der vorgegebenen Rundenzahl öfter trifft, gewinnt. Wir haben ein bisschen probiert, jetzt geht's los. Wir spielen Best of 3, das heißt, zwei muss man gewinnen. Du musst nicht so hoch rauf. Du musst nicht so hoch. So, okay. Also schön, Mann. Letztes Coaching, oder was? Ja, ja, natürlich. Die Passage war nicht blöd. So, Kinder, los geht's. Scholt, mach mich stolz. Carmen sagt auch was Nettes. Nicht so ernst. Du kannst es. Du kannst das schon, hast du gehört? Ja. Achtung! Fertig! Feuer! Boah, das ist ja knapp. Und, komm an. Nein! Ah, fuck.
Buja. Na gut, zwei Durchgänge haben wir noch. Nein, noch nicht. Wissen wir nicht. Matchball. Du hast Matchball, genau. Potenziell. Aber schon, wir haben genau gleich hochgezogen. Das war eine 0,000 Sekunde. Wahnsinn. Na gut, dann noch einmal. Wow. Okay. Steht euch gegenüber. Achtung. Fertig. Feuer. Und. Nein! Oh, schön. Nein. Gut gemacht. Alles drinnen. Okay. Noch. Das war wieder aber extrem knapp, oder? Mach es. 4. Ja. Oh. Ja, das war ein hast du gerade mal den Rekord gleich geknackt jetzt hier, oder? Nein, der andere war 4. War schon? Ja. 4-3-4. Doch, Wahnsinn. Doch. Ja, doch. Deutlich sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer hätte gedacht, dass das spannend ist? Einmal noch, komm. Die Erfinder von dem. Die haben sich was gedacht. Ja. So. Okay. So. Die entscheidende Runde. Achtung! Fertig! Schalt! Das war zu früh. Geht's nochmal? Die Revolver. Ja, warte, komm. Stop. Steht euch gegenüber. Ich glaube, noch eins. Zusammenreißen. Dann. Ja. Fertig! Oder? So, pst. Wenn ich noch einmal zu früh ziehe. Feuer! Oh, Mann, das hast du. Da hab ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ja, wirklich auch noch. Yes! Sehr gut. Gratuliere. Sehr gut. Dass du mich erschossen hast. Ich hoffe, du kannst damit leben. Nach der ersten Runde hat der Scholl leider... Ja, ich habe leider irgendwie lachen gegen das am Schluss. Ja, war bitter. Das heißt, es steht 1-0 für unsere User. Die Frage ist, wie es weitergeht. Wer möchte denn ziehen von euch? Jetzt sind mal die Carmen dran. Carmen, kein nervösen Finger. Den Zettel bitte mir geben. Dankeschön. Das erste Spiel gewinnt ist gut. So, das bleibt spannend. Das ist immer praktisch. Mario Kart 8 Team Ballonschlacht, 2 gegen 2. Das müssen wir beide. Nicht schlecht, ich such's gleich raus. Eieiei. Mario Kart 8 Team Ballonschlacht, 2 gegen 2. Die Teams steigen in Go-Karts und versuchen einander abzuschießen oder aus der Bahn zu werfen und sich auf diese Weise um Ballons zu bestehlen, die an den Karts hängen. Kennt ihr, wie immer. Es gewinnt jenes Team, das in der vorgegebenen Zeit mehr Abschüsse erzielt. Streckenauswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Es herrscht freie Fahrer- und Vehikelwahl. Okay. Sehr gut. Gut, los geht's. Ich schau weg, ihr sagt Stopp und dann wird's entsprechend eine Map sein, die ihr irgendwie haben wollt. Stopp. Ja. Gut, dann los geht's. Sehr gut. Das gehen wir hin. Keine Ahnung, was es ist. So, also ich bin der Shy Guy, wir sind im roten Team. Ich bin der Yoshi, wir sind rot. Martin Mario, rot. Blau, tot. Powerstand. Na, verkackt. So, komm, das gehen wir hin. Ah, ist jetzt unten. Oh Gott, das ist die riesigste Map. Die riesigste Map aller Zeiten. Wahrscheinlich wird es 1-0 ausgehen. Also. Wenn wir keine Zeit haben. Oder auf 11 Meter schießen am Schluss. Elfmeterschießen. Da war wer. Oh Gott, das. Ihr habt in der Mitte eine Karte, nur das Hilfestellung. Ja, aber wenn ihr da hinschaut. Ja, aber die bringt mir nichts. Wollt ihr nur erwähnt haben, beruhigt euch. Dammit. Wer ist da hinter mir? Ein guter Buchtitel. Wir haben schon eine Minute vorbei und wir haben noch nichts gemacht bis jetzt. Ich war die ganze Zeit nicht so erschreckend. Ich finde ich nicht. Ach, da. Da war einer, ja. Ah, Mario vorbei, es gibt's ja nicht. Na, wer war das? Yes. Nein! Yes! Entschuldigung. Das war meiner, oder? Ich hab einen abgeschossen. Nein, ich hab einen. Der Shy Guy hat mich getroffen. Achso, der Shy Guy ist. Gut, dann hab ich in die gleiche Richtung geschossen, aber du hast zuerst getroffen. Egal wie es ist, gespielt zusammen. Damit kann ich lieben. Sein Team-Effort hier. So, ich bin alleine unterwegs, aber ich kreuze euch jetzt gleich. Wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin gerade abgeschossen worden, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Du bist da beim Standard. Wir spielen gegen User. Richtig, richtig. Nein. Pass auf. Oh. Na, hab ich dich nicht getroffen. Wallungen. Schalt mal auf. Es ist, wir sind gerade echt Mieskanen, oder? Ja, das ist irgendwie war mir vorher besser. Sicher. Yes! Nein! Sehr gut, Martin. Ich krebs allein oben, aber ich komme. Okay. Yes! Sehr gut. Yes. Das 20 Sekunden noch, zu mir nach Hause, komm! Verstecken! Unsere Runde! Nein, ich bin eine Bombe.
Ich auch, es muss ja auch spannend bleiben. Die Leute wollen ja was sehen. Tränen, Scheiß. Yes. Wonderful. Yes. Ja, das ist der beste Game, Carmen. Gar nicht, es war vorher besser. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Zwischenstand. Der steht 1-1 nach den ersten beiden Matches. Alles wieder offen. Tja, ach, ist das spannend. Heißt, es wird wieder gezogen. Also bitte eines entnehmen. Ich glaube, das ist Ant. Yay. Dankeschön. Wir werden es gleich erfahren. Steep, Winter Games, Slalom. Na, wer spielt sowas? Ernsthaft? Ist leider wirklich schrecklich. Wer spielt wirklich sowas? Er ist wirklich schrecklich. Das kam auch gerade erst raus. Steep, ach, Winter Scheiße. Games, Slalom. Die Disziplin führt Techniker und Technikerinnen. Oh Gott. Jedes Team sucht einen mutigen Athleten aus, der den olympischen Slalom-Parcours von Pyeongchang absolviert. Jeder hat zwei Trainingsversuche, der dritte Durchgang zählt. Damit es richtig schwierig wird. Es gewinnt jener Fahrer, der die schnellste Zeit für sich verbucht und die meisten Tore zurück oder die meisten Tore zurückgelegt hat. Also wenn ihr nicht durchkommt durchs ganze Rennen, zählt, wie viele Tore ihr geschafft habt. Okay. Achtung, Stürze bedeuten das vorzeitige Ende und verpasst man ein Tor, werden Strafsekunden angerechnet. Mhm. Okay. Ich habe irgendwas mit Skirennen gehört. Sind wir noch in Pyeongchang? Ja, sind wir. Gut, wo ist das Slalombewerb? Hier war der, glaube ich. Slalom. Wie du die auskennst, Ciao. Wollt ihr gleich mal? Zweimal geht's runter und der dritte zählt dann. Viel Erfolg. Ach, geht schon, Carmen. Das wird super. Du hast es. Du gleitest wie eine Gazelle. Nicht schlecht. Bitte, Golf. Sauber. Die hat es schon rausgefunden. Hauptsache sicher. Das war eins. Das war zwei. Alles noch drin. Egal. Ja. Schaut gut aus. Sich ärgern, dass der dritte Durchgang zählt. Ja, voll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist schlecht. Leider wirklich beeindruckend, was du gerade machst. Du bist beeindruckend, Carmen, hast du es gehört? Ja, ist wirklich gut. Wirklich nicht schlecht. Du könntest ja fast wirklich mitmachen. Ja, schau, schau. Vergessen. Oje. Das war ich falsch, oder? Es ist wirklich mega schwierig. Ja. Ja. Macht es Spaß, oder? Nein. Ist das? Es macht wirklich gar keinen Spaß. Es ist mega schwierig und macht keinen Spaß. Das ist bitter. Das ist ein Fazit, das wir hören wollten. Okay. So, der entscheidende Durchgang. Ich bin schon vorbeigefahren. Nein, bist du nicht. Alles gut, alles gut. Alles gut. Du bist ziemlich gut. Du bist super. Schau dir das an. Top. Sie gleitet. Nicht wie schlecht. Eine Gazelle über das Eis. Das wusste, das ist gut, was ich mache. Ja, absolut, das macht sie top. Da kann man gar nichts sagen. Das ist mehr singen? Danke. Wir werden singen nicht, Gott, aber. Das ist ein unglaublich blödes Spiel. Ein unglaublich blödes Spiel. Nein! Was ist das Spiel von Mackenwurz? Nicht mit uns. Nein, das war ein Fehler. Oh, egal, so weiter. Das geht schon. Links, rechts. Nein. Oh je. Oh Gott. Okay. Wahrscheinlich ist er voll gut. Pass auf. Natürlich. Schau dir mal. Das ist schon voll. Na, bitte. Du hast das mega geübt. Ich hab's nicht. Er hat die Strecken erfunden. Das ist. Erfunden. Selber hingesteckt. Ja, wahrscheinlich. Ich will gerade sagen. Das war er. Sieht man sogar noch seine Fußabdrücke. Es gibt nicht einmal dieses Spiel, es ist einfach nur von uns programmiert. Das ist die Matrix. Es gibt das ganze Studio und halt. So, das ist. Da muss rechts durch. Links, genau. Rechts. Lass dir Zeit, Blau. Rot, grün, blau, grün, lila. Rot, das ist das Grünere. Blau, rot, rund. Aber jetzt sehe ich, wie die Tore stehen. Ich habe vorher nicht gewusst, wo ich hinfahren muss. Wunderschön. So, das wiederholst du jetzt noch einfach 1-1, so wie es jetzt nochmal war. Das ist schon, also meine Zeit rennt ja schon wieder mit. Schau, das wird. Einfach Zeit lassen. Ja, ein bisschen schneller muss das schon gehen als vorher. Das finde ich schon. Weg, lass die Zeit, alles ist easy. Schneller. Es muss schneller gehen. Ignorieren unsere Gäste. Da war nach links. Ist ja Gast. Kannst eh schon aufhören. Blau. Ja, meine Güte. So, genau, der ist noch ein bisschen härter. Und wieder links zurück. Das ist der österreichische Stolz, jetzt irgendwie im Skifahren zu bringen, oder? Sehr schön. Da bin ich wahrscheinlich Nestbeschmutzerin und deswegen kann ich. Mach mal ins Rote rein. Blau. Ja, das ist rot. Bist du mit Skiern geboren und aufgewachsen? Ich bin so stolz auf dich, Scholz. So schön war das gerade. Ich habe nur den Skikurs gemacht, aber ich merke, ich habe nicht mehr gemacht. Also Respekt, das war wirklich hervorragend. Ja, das ist leider wirklich Respekt. Also wir sind trotzdem letzte. Aber 1:01 hast du fein gemacht. Ja, ich finde, Reporter ist. Also ich meine, 37 Sekunden.
Ja, also wer macht das? Na. Wer macht das? Nein. Wer, das ist unmenschlich. Welches kranke Hirn schafft das? So, werfen wir einen kurzen Blick auf den Zwischenstand. Der steht nach den ersten drei Spielen 2:1 für Wir Spielen. Mhm. Hast du gut gemacht. Ja, man sieht, dass ich eine kleine Berggazelle bin. Eine kleine Berggazelle. Das ist einfach unlautere, mit dem wird einfach geübt. Gibt's so. Sind wir bereit fürs nächste Spiel? Vor allem ihr habt den Scheiß gezogen, also sorry. Ja. Trainingslager, wahrscheinlich. Apropos Team. Ja. Kommen. Bitte nur eines. Ja, ich versuch's noch. You know the drill? Aber ich finde das nett, dass das Spiel drin ist. Dankeschön. Check. So, wie es weitergeht, pam, pam, pam. Erfahren wir gleich. Das vierte Spiel ist Mortal Kombat. Flatout 4, Cup Pong, 2 gegen 2. Ihr Blick ist großartig. Was zur Hölle ist das? Ich, aber so ungefähr funktioniert das auch, ja? Das schauen wir uns gleich an. Flatout 4 Cup Pong. In dieser automobilen Version des Spiels Cup Pong gilt es, bei voller Fahrt den Fahrer herauszukatapultieren und diesen in die aufgestellten Becher zu werfen. Die Spieler des Teams treten abwechselnd gegeneinander an. Das Team, das in der vorgegebenen Rundenzahl mehr Punkte erzielt, gewinnt. So, dann starten wir gleich. Cup Pong bei Flatout 4. Alle haben drei Durchgänge und wir zählen dann am Schluss die Punkte von den jeweiligen Teams zusammen. Scholten und ich sind Player 1 und 2, ist jetzt 3 und 4. Und jetzt schauen wir, was passiert. Schau gut aus, Martin. Schau gut aus, Martin. Das ist so bescheuert. Viel zu hoch. Out of base. Null. Oh, nein. Wie geht's dir so? Ich hab mich flacher anspielen. Kein Mitleid, wirklich nicht. Die führen. Was? Also das mit den Out of Bounds hat uns wirklich nicht gekostet. Das haben sie diese Bounds sind wirklich schwierig. Ja, ich bin gespannt. Nicht schlecht, Böse. 315 Punkte, Wahnsinn. Bei uns im Skill-Level bedeutet das schon wirklich Matchpoints. Das haben wir nie geschafft, glaube ich. Na. Simon, du machst das einfach genauso wie... ja, wie hast du das gemacht? Ja, keine Ahnung. Drucken, hupfen. Eine. So, drucken, hupfen und eine. Die Stepper, der fliegt schon so weit. Beim ersten Mal. Ist schon mal schlecht. Der war zweit. Aber er ist noch in der Mitte. Er ist noch drinnen. Na gut. 75 Punkte, oder? Nach der ersten Runde führen sie schon einmal, wie das hier ausschaut. Das heißt, sie ist nach der Runde. 3:15, oder? Wichtig. War wichtig. No pressure. Wir müssen es besprechen. Ich hab keine Ahnung, es war so YOLO. Sehr gut, sehr gut. Aber Ansichtstaktik wäre schon okay gewesen, grundsätzlich. Ach, diese 315 tun weh in den Augen. Und du machst das. Super. Du machst das. 315 sind mehr als 75, oder? Mehr als 0, glaube ich. Geringfügig. Mehr als 0. Knapp. Okay. Spannend. Spannende Taktik. Komm, das geht's aber hier ist aus. Nicht schlecht, glaube ich. Nein. Ah, der Rückbounce. Spring halt zurück! Das ist einfach, es warum nicht. Man von den Ping-Pong-Schlägern nicht wieder zurückhupft. Na gut, jetzt bin ich gespannt in der zweiten Runde. Es ist top mal deine 315 jetzt. Ja, da hätten wir uns selber die Latte zu hoch gelegt, gell? Du musst nichts mehr machen. Kann man nur selber enttäuschen. Einfach hinlegen. Einfach hinlegen. Kannst den Arm zurücklegen. Mhm. Eine ganz andere Taktik diesmal. Nicht schlecht, aber trotzdem nicht schlecht. Problem. Aber war schon wieder knapp eigentlich. Es war okay, es war okay. Was ist mit dem X? Vergiss das. Nein! Wow. Es war einfach deine Runde. Es war deine Runde. Es war dieser eine Treffer. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich gewinne mit 615 Punkten zu 375. Das bleibt spannend. Sehr gut. Das bleibt spannend. So, nach vier Runden steht's wie viel? 2:2. Verrücktes Spiel. Alles wieder crazy. Offen. Beide müssen noch zwei Spiele gewinnen. Bitte zieht das nächste Spiel.
Wipeout HD Single Race. One versus one. Keine Ahnung, was du da gerade geredet hast. Wipeout? Wipeout? Sind Nintendo- und Xbox-Spieler, wie ich sehe. In diesen futuristischen Gleiterrennen müssen zwei ausgewählte Piloten der Teams auf Rundkursen gegeneinander um die Wette fahren und müssen sich dabei auch gegen computergesteuerte Kontrahenten beweisen. Dabei darf man andere Spieler unter Beschuss nehmen. Gewonnen hat jenes Team, dessen Fahrer die bessere Platzierung erzielt. Ja. So, es geht an den Start. Und Martin startet souverän auf 7. Platz. Und klassisch bei Wipeout, normalem Single Race, geht es darum, einerseits zu überleben. Und andererseits so weit wie vorne, möglich nach vorne zu kommen. Oh, Kasi, du machst es nicht schlecht. Du bist nahe dran. Nein. Doch, 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 doch. Es wird schon. Es wird schon. Ich glaube an die. Die Gasal war schon auf Platz 6. Ist wieder auf Platz 6. Martin auf Platz 2. Du kannst die Waffe absorbieren oder schießen. Das ist ein Schild, glaube ich. Also, ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Die Gasal haut gleich den nächsten Gegner aus dem Rennen. 5 und 4 sind vor ihr. Martin hat niemand mehr vor sich. Er ist unangefochten. Ja. Ja, Martin ist ein bisschen Angeber. Das ja. Martin ist ein Pro, gell? Ja, wer führt schießt, uns? Schießt, wer führt schießt, uns? Achtung, kommt eine Welle. Die reicht wahrscheinlich nicht mehr. Oh, der Schild ist fast Ding. Die nächste Waffe absorbieren, absorbieren, absorbieren. Keine Ahnung. Okay, da was habt ihr noch absorbieren? Aber du hattest das. Martin, Schild du wolltest, dahin. Martin, du wolltest. Auf die Raststation fahren, oder? Der Cola kauft man uns. Ja, ich glaube, ich Cola in der Wurstzähne. Pinkelpause. Ich würde sagen, was ist denn das? Ich hätte gerne Cola. Gasal kämpft da um den 5. Platz. 4. ist auch vor ihr. Martin hat gewonnen. Gratulation. Start-Ziel-Sieg. Ja, die Gasal fast noch zu Ende. 2. geht's in den Auskommen. Alles um die Ehre. 4. Nein, 2. Zweite. Respekt. Respekt. Ich finde, es gibt einen extra war wirklich Punkt. Gut. Wie sagt man so schön, 2. Platz ist der erste Verlierer. Gratuliere, Martin. Ja, ja, ja. Dankeschön, Dankeschön. Das ist aber echt anstrengend. Das ist mein vollsten Respekt. Ich sehe also, nichts mehr. Ist das normal? Ich muss sagen, trotzdem wirklich Respekt. Also, wirklich zweiten, Spiel, ja. Zweiten Rennen überhaupt, zweiter werden. Eben. Gegen Martin. Gegen Martin. The Race King himself. So, nach 5 Spielen steht es ganz spannend 3-2 für Team Wir Spielen. Das heißt, maximal noch 2 Spiele am heutigen Abend. Wir haben Matchpoint. Machen wir was drauf, hätte ich gesagt. Habt ihr irgendeinen Favoriten, was jetzt gezogen wird, von dem Genre her? Ein Shooter. Ein Shooter? Das wäre jetzt doof, wenn es nochmal ein Racer kommt, gell? Das wäre jetzt doof, wenn nochmal ein Racer kommt, ja. Wie es weitergeht. Erfahrt ihr, wenn die Box aufgeht. Machst du? Tennis. Alter. EA Sports UFC, einer gegen einen. Kampfsport? Ist jetzt vertraut mit Kampfsportspielen? Na klar. Soul Calibur. Wer ist Soul Calibur? On und offline. Jedes Team wählt einen Kämpfer, der sich in den Ring wagen muss. Ich kenn doch es gewinnt Ring. Jener Kämpfer, der in den vorgegebenen Runden ein KO erzielt oder mehr Punkte erreicht. Die Kämpferwahl steht frei. Arena und Gewichtsklasse werden nach dem Zufallsprinzip gewählt oder wir einigen uns auf einer der beiden. So, die liebe Carmen spielt den Conor McGregor aus Irland. Ja, mit den vielen Tattoos. Aldo. José Aldo. Mit weniger Tattoos. So. Mehr wissen wir auch nicht. Das wird super. Noch eine leichte Annäherungsphase. Es ist ein bisschen wie ein Getänzel. So, als würdest du gerade den Schritt abbekommen. Bekomme ich echt, gell? Aber Uppercut. Also noch ist es Fahrt. Macht's was. Aha, aha. Passiert, schön, passiert. Schön, schön, ja, hey. Genau. Dranbleiben, einfach drauf. Darf nicht das Auto rausgehen. Druf, druf. Auf den Iren. Auf den Irren, Iren. Warte, sollte Sportmoderator. Ja. Was gibt's denn noch für klassische Boxing-Kommentator-Moves? Ja, Sprüche. Ich tritt dir nur den Bauch. Ja. Und da macht er sich bereit und schlägt nochmal zu, egal was er findet. Eine Öffnung. Gute Deckung. Gefunden. Gute Deckung, rechte Deckung ins Warum? Gesicht. Uppercut, Uppercut. Der rechte Arm ist auch schon angeschlagen. Einfach nachtreten, Scholl. Tritt nach, tritt nach. Jetzt flüchtet sie da. Fluchtmodus. Komm. Was ist das für was ein Tanz? Was ist das jetzt? Das ist der brasilianische Dance-Move, ja. Oder? Wie ist dieses Tanz-Workout? Wie heißt das? Zumba. Zumba. Nein, das ist Zumba, was du da machst. Capoeira. Capoeira. Wurscht, ist das Gleiche. Ich muss nochmal nachsetzen. Das sind nochmal 10 Sekunden. Die erste Runde kommt, haut rein. Jetzt halt mal zu!
Die Runde ist es, zu es ist Ende. So dramatisch. Ah, das kannst du nicht nachvollziehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht einen fertig. Und mich also, macht es auch fertig. Aber man braucht eh total viel drauf. Aber so, es ist Runde 2. Such die Öffnung und nutze sie. Oh, sei die Öffnung. Das war immer schön hier. Sei die Öffnung. Ein Roundhouse-Kick. Aber wie? Komm mal richtig nach, komm. Ja. Lass da Zeit. Ja, also, hau nach, lass dir Zeit. Hau nach. Oh, das ist der perfekte Trainer. Ja. Gewinne. Das ist vor allem. Gewinn, sage ich. Ja, oh, nein. Und drauf. Bleib stehen, aber nicht gewinnen. Bleib stehen. Jetzt hau halt das rein. Das ist so gefährlich. Das kann sofort zu Ende sein. Das kann sofort zu Blutungen führen. Zu inneren schon vor allem. Zu Blutungen geführt. Ja, komm. Ihm geht's nicht gut, du musst auf den Kopf. Ja, ich hab keine Energie mehr, Herz. Kopf! Komm. Yes! Nein, wunderschön! Nachgetänzelt wieder, Capoeira-Style. Ja, oh, nein, und oh, noch, und noch, hau nur mal drauf, Carmen. Ins Gesicht, jetzt komm. Eins. Offensiv. Ja. Links, rechts, rechts. Yes, gerade noch. Schau mal deine Nase. Oder du schaust aus wie ein... Zeitlupeneffekte. So, dritte Runde, komm. George, bring it home. Machen Aldo fertig. Aldo. Come on. José Scholt. MC Gregor. Where is Aldo? Wir haben einen Feind, der heißt Aldo. Das wird man nie so behandeln. Hallo Aldo. Auf zum Tanzen und macht's was. Ja, ja, komm. Carmen, lass dir das nicht bitten. Entschuldigung. Einmal die Knackwatschen. Ja, komm. Da kommt sie gerade so gut vor. Was? Komm. Letzte Minute, dranbleiben. Sein Schädel rein, ist schon komplett rot. Komm. Schau dir diesen Schädel an. Jawohl, und drauf. Hau drauf. Schaust du, wie du hochkommst irgendwie? Bleib drauf. Hau ihn von oben am Boden einfach mal. Nein, schau dir das an, ist ja erbärmlich. Ah, ja! Sehr gut. Steh auf, hoch. Weiter. Kick ihn rein. Ja. Noch einmal. Nein. Und die letzten 5 Sekunden. Hau rein. Nein! Yes! Nein. Oh, ich bin echt gespannt. Das wird jetzt ein technisches K.O. Ah, nein, es wird eine Rundenentscheidung. Punktentscheidung. Ja, ich glaube, Punktentscheidung. Oh, schau mal das Gesicht an. Pizza. Echt eine Pizza im Gesicht. Wahnsinn. Welche genau? Official Decision. Oh nein. Oh no. Ich glaube, Carmen, du schaust schlecht aus. Ich glaube, ich schaue auch schlecht aus. Sie sind beide ziemlich kaputt gewesen. Nein! Er hätte es gedacht. Gut. Es hätte anders rein. Schauen wir das letzte Mal auf den Punktestand. Es steht nach 6 Spielen 4-2. Team Wir Spielen hat magischerweise noch einmal gewonnen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Es tut mir sehr leid, dass ihr den Preis nicht gewonnen habt. Aber wer hätte gedacht, dass wir am Schluss in UFC gegeneinander antreten werden. Ich finde, diese Spiele sind zu brutal für uns. Also ein bisschen bitter. Als Pazifistinnen. Bitte sehen Sie im Anschluss die Talkrunde mit Gazal, Gewalt in Videospielen. Genau. Ihr habt ja noch eine Chance, was mitzunehmen. Und zwar haben wir euch vor dem Spiel zwei Fragen gestellt. Die eine war immer noch, was ist meine Lieblingspizza? Die wurde letztes Mal nicht richtig beantwortet. Und die neue Frage für Martin, was ist Martins Lieblings-Nintendo-Charakter? Wenn ihr eine von den Fragen beantwortet, habt ihr den Preis gewonnen, ein Goodie-Bag. Bin ich nett oder bin ich nicht nett? Was? Ihr habt gesagt, meine Lieblingspizza ist Quattro Stagioni. Ist das eure finale Antwort? Geschmäcker können sich ja ändern im Laufe der Zeit, vielleicht auch im Laufe dieser Sendung. Vielleicht kann ich gar keine Pizza mehr essen nach dem Kampf. Vielleicht. Weißt du, sie nach dem Gesicht von McGregor aus oder was? Wir bleiben bei der Antwort. Ohne Zähne. Quattro ist pürierte Pizza. Okay, die Antwort ist falsch. Jetzt zweite Frage. Bevor ihr euch final entscheidet, ich gebe noch einen letzten Tipp dazu. Ja. Oh, ich hoffe nicht zu leicht. Mein Lieblings-Nintendo-Charakter wurde mehrfach schon in verschiedensten Folgen von Wir Spielen erwähnt. Sprich, je besser ihr die Folgen schon kennt, Und ich hätte jedes Mal gesagt, das ist lächerlich. Es interessiert sich niemand für ... Das stimmt, das war zum Beispiel bei der letzten Sendung, wo Mario Kart gespielt wurde. Hat er gemeint, er entscheidet sich entweder für Toad oder Shy Guy und hat sich dann aber für Toad entschieden. Shy Guy war denk an eine andere Folge. Shy Guy war er heute. Das war auch bei mir liebst, gell? Aber da hat er gemeint, das war sein Lieblingscharakter. Dann hat er dort gelogen. wir haben es auf Band, Martin. Also was ist die finale, Entscheidung? Was schaut aus wie ein Huber Buber? Kaugummi. Ein Huber Buber. Ah, der pinke Ding, der Blubber. Reimt sich auf Derby. Für Kirby?
Ja! Gratuliere! Ja. Wo haben die das gewusst? Sie haben es einfach genau. Ist sie kein Mario Kart? Ja, deswegen sage ich ja, das ist Nintendo. Sie sind auf der falschen Ferse. Ja. Nintendo Character. Ja. Egal! Wir haben voll richtig! Voll richtig! Voll richtig! Bitte, wer haben Sie es gewusst? Holt die Goodie Bags! Wie haben wir das geschafft? Yay! Yeah. Schaut mal rein. Es hat die Größe von einem PS4. Ja, oder einem überdimensionierten Laptop. Es ist immer ein toller Kühlschrank. Oh. Nein! Ist nicht wahr! Das hätte echt nicht sein müssen. Aber das ist cool! Das habt ihr euch verdient! Moment, das Einzige, was ich cool finde, ist, dass es nicht im Standard gehört. Achso, Entschuldigung. Das ist ein Tee. Ja, man dachte, das bist du, das ist ein Handtuch im Standard. Wie steht mein Gesicht dann drauf, wenn noch toll gewesen wäre? Das wäre wunderbar gewesen. Beim nächsten Mal. Oh, großartig. Für Freigeister. So. Also, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Ja, mega. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf uns, dass wir gewonnen haben. Ein bisschen kann schon sein. Ich bin cool böse. Ja, vielen Dank, ihr wart wunderbare Kandidatinnen. Wie ihr euch bewerben könnt und selbst mitmachen könnt, seht ihr gleich im Anschluss im Clip. Richtig. Wir sagen Dankeschön fürs Zusehen. Und bis nicht vergessen auch, beim nächsten Mal gibt es alle Preise von heute und sogar noch mehr. In diesem Sinne viel Spaß beim Bewerben und beim Üben. Ciao. Wollt ihr selbst das Team von Wir Spielen herausfordern? Schickt einfach eure Bewerbung mit dem Betreff Wir Spielen versus User, eurem Namen, einem Steckbrief und einem kurzen Video von euch an games@derstandard.at und sagt uns, wieso ihr gegen uns spielen möchtet. Wichtig, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und für die Aufzeichnung der Sendung zu uns ins Studio nach Wien kommen können. Ausgewählte Kandidaten kontaktieren wir anschließend persönlich.